Hallihallo, Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, in der Community habe ich es ja heute Morgen schon gepostet. Zwei Bilder, und zwar einmal von diesen Tütchen und einmal von diversen Drachen. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Ja, kurze Geschichte dazu. Alles fing an ganz früh heute Morgen, als ich in meine Kommentare schaute. Da hat mir die gute Laura Dragons und Ghostbusters Fan geschrieben, dass dieser Laden hier, Subway, Dragons Figuren hat. 4 Stück. Und so erfuhr ich erstmal davon, dass sowas überhaupt existiert. Ja, also vielen lieben Dank an dieser Stelle. Viele liebe Grüßchen. Schaut gerne mal bei ihr rein. Macht kontinuierlich Videos zu Dragons. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Ja, und ich beobachte eigentlich schon die ganze Zeit McDonald's, Burger King, KFC, wie sie alle heißen. Niemand hat Figuren zu Dragons, aber Subway hätte ich nie im Leben mit gerechnet. Nie, never ever. Ja, und zack, super. Also von dem her der Knaller. Ja, heute Mittag waren wir dann unterwegs in der Stadt und dann haben wir auch in diesen Laden hier reingeschaut. Wir gingen an die Theke und ich sagte, ja, hier momentan Aktion. Drachenzähmel leicht gemacht 3, die geheime Welt. Figuren zu den Kindermenüs. Ich möchte eigentlich nichts essen, ich will nur die Figuren haben. Und der Typ uns komisch angeschaut und nochmal gefragt, wie heißt es? Ich sagte, Drachenzähmel leicht gemacht 3, die geheime Welt. Figuren für euer Happy Meal oder was weiß ich, wie es bei euch heißt, ne? Der Moment, ich gehe mal in Lager. Ist ins Lager gegangen. Kurz darauf kam er kopfschüttelnd mit 2 original verpackten Riesenkartons raus, ja? Hat es auf den Tisch gestellt und gesagt, habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Und wir haben die Kartons schon mindestens 2 Wochen hier stehen, hat noch kein Mensch danach gefragt. Knaller. Und er hat sie wirklich original ausgepackt vor unseren Augen. Ne? Hat nichts gefehlt, wir waren die Ersten. Da frage ich mich doch, gehen nur Erwachsene und Jugendliche in Subway, Kinder überhaupt gar nicht? Ich habe keine Ahnung. Mir fiel nur auf, dass tatsächlich keine Kids in dem Lokal saßen. Ne? Also von dem her, wie auch immer, auf jeden Fall sagte ich, ja, von jeder Figur nehme ich 2 Stück. Und hier seht ihr auch die Rechnung, ne? 8 Toy, 20 Euro. Also 2,50 kostet eine der Figuren. Alter, das ist ganz schön teuer. 2,50 für so ein bisschen Drachen. Das ist schon extrem teuer. Aber egal. Hat mich gefreut. Und er hat mir hier einen ganzen Stoß Tüten mitgegeben. Was soll man mit den Tüten? Aber finde ich nett, denn die Tüten sind beidseitig bedruckt. Ne? In der Community habt ihr das ja schon gesehen. Ne? Higgs und ohne Zahn einmal in der Pose und das Drachenzeichen im Hintergrund. Und auf der anderen Seite der Tüte nochmal die beiden halt in anderen Posen. Ja, mit dem Drachenzeichen. Und hier, How to Train Your Dragon The Hidden World Only in Cinemas. So sieht's aus. Also das sind die Tütchen, wo ihr euer Kids Meal kriegt. Und da könnt ihr euch eines von 4 Spielzeugen aussuchen. Ja, also das wollte ich nur kurz zeigen. Ja, und das hier sind die 4 Modelle, die es gibt. Einmal ohne Zahn, halt so rum gehört das Ganze. Ja, hier steht es auch nochmal drauf in Englisch. Hier seht ihr ohne Zähnchen und einen riesen Papier- oder Pappbogen. Wie schon gesagt, wir müssen hier basteln. Wir schauen uns das an. Dann gibt es hier Light Fury, ebenfalls mit dem Papierbogen und so weiter und so fort. Dann gibt es auch noch eine Figur zu Hakenzahn in Rot. Ja, also nette Farbkombi. Und wir haben selbstverständlich auch noch Sturmpfeilchen hier drin in Blau. So, und ja, wir müssen hier ein bisschen was basteln, denn die Figuren bestehen nicht nur aus Plastik, sondern zum Teil auch aus diesem Karton. Und das müssen wir zusammenbauen. Dann haben wir unsere Dragons-Figur. Wisst ihr, was ich meine? Und dafür 2,50 pro Stück. Alter Verwalter. Aber ich muss sagen, als ich das Gesicht hier von Sturmpfeil gesehen habe, dachte ich mir auch, die guckt eigentlich nett, ne? Gar nicht mal so schlecht. Nur halt wieder Triceratops-Helm hier hinten, ja, die Hörnchen nicht bemalt, etc., bla bla bla. Naja, es ist eine Dreingabe für ein Kindermenü. Von dem her kann man eigentlich gar nicht meckern.
So, und ich würde sagen, ich fange heute einfach mal an, ja, mit ohne Zahn, oder? Dann arbeiten wir uns der Reihe nach hier durch. Ja, also ich war wirklich überrascht, die Figuren des Merch zu Dragons bei Subway zu finden. Der Knaller. Ja gut, dann schneide ich das hier mal auf. Ich habe mir die Figuren deshalb doppelt geholt, weil ich eine Figur zusammenbaue und die andere lasse ich original verpackt. Ich mache das ganz einfach so. Jetzt sollte ich glaube gleich auch mal die Kamera, die Perspektive wechseln. Hier habt ihr eine ganz kleine Anleitung, wie es zusammengebaut wird. Hier seht ihr schon die Flügelchen. Hicks sitzt hier auch noch mit auf dem Rücken von ohne Zahn. Hier sehen wir auch das kurze Schwanzstückchen. Auf der Rückseite die Flügel ebenfalls bedruckt. Natürlich auch der Schweif, ganz klar. Ja, und wie das Ganze fertig aussieht, das werden wir hier im Laufe des Videos angucken. Jetzt schauen wir uns mal ohne Zahn an. So, die Figur ist hohl. Wir müssen es zusammenstecken. Und hier durch diese Schlitze kommen dann die Flügel rein. Ne? Hier seht ihr das. Und ja, dann guckt ein Teil vom Flügel auch noch hier oben raus. Da stecken wir dann Hicks drauf. Und dann haben wir unsere Figur. Aber ich muss sagen, so rein profiltechnisch gesehen ist das echt ein netter ohne Zahnkopf. Also ich finde, da kann man nichts sagen. Das habe ich schon wesentlich anders gesehen, um nicht zu sagen schlechter. Das Ding hier geht. Ja, die Augen haben sie nicht grün gemacht, sondern gelb, warum auch immer. Aber ihr seht, man sieht ein paar Schuppen an der Seite. Auch hier an den Hörnchen, an den Öhrchen, ne, je nachdem wie ihr das benennen wollt. Er hat ein ganz goldiges Schnäuzchen hier vorne. Das sieht eigentlich aus wie ein Katzenkopf, oder? Das ist doch, aber das ist schon eher ohne Zahn im Profil. Also rein vom Profil her ist die Figur schon besser als jede Spin Master Figur von diesen Action-Dingern. Mal ganz ehrlich, ja. So, dann die Haut hier ein bisschen rau gemacht und an den Pfötchen unten sieht man wieder ein paar Schüppchen. Ja, hier wird es natürlich extrem unschön, ne? Hier auch, aber wie schon gesagt, es ist eine billige Dreingabe. Hier hinten in den Schlitz, da kommt tatsächlich der Schweif rein von ohne Zahn. Und hier müssen wir das Gegenstück hier draufdrücken. Hier habe ich auch das Gegenstück. Wie es aussieht, wurde der einfach nur wirklich gespiegelt. Bevor ich es zusammenstecke, muss ich noch die Papierchen jetzt gleich aus dem Karton raustrennen. Ja, aber ihr seht schon, ne? Die Rückenstacheln, am Kopf auch noch ein paar Stachelchen und hier geht es dann weiter. Von dem her, das ist alles okay. Und wie schon gesagt, vom Profil her finde ich den gar nicht mal so verkehrt. Ne? Schöner, flacher Kopf. Er guckt auch total nett. Und ja, die Augen sind halt gelb in diesem Fall. Aber ihr könnt es ja repainten, wenn ihr wollt. So, dann haben wir hier diesen Papierbogen. Hol ich mal raus, haben sie extra verpackt, damit sie die Figuren nicht verkratzen. Das finde ich super. Hier seht ihr die Flügel. Ja, warum sind hier so weiße Dinger, die hier rausstehen, das zeige ich euch gleich. Ich habe nämlich schon mal Sturmpfeil ausgepackt und habe mir mal die Beschreibung hier angeguckt, weil ich auch nicht gecheckt habe, wie baut man das zusammen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Flügel durch diesen Schlitz reingeschoben werden, dann dieses weiße Teil wird nach oben geknickt, genauso von der anderen Seite und auf diesen Knick kommt dann Hicks drauf. You know? Gleichzeitig müssen wir hinten natürlich noch das Schwanzstückchen in den Schlitz stecken und dann alles, wenn es geht, gleichmäßig zusammenklipsen, damit es auch hält. Und dann ist er eigentlich schon fertig, unser ohne Zahn. Ne? So, Hicksi, wo oben drauf kommt, ich breche den mal hier raus. Hoffentlich reißt da nichts ein. Nö, ist gut gemacht. Ist gut gemacht, gut gestanzt. Ja, ich bin begeistert. Ne? So, kniend, auch ohne Zahn, ganz klar. Das ist der Schlitz, wo es dann reingesteckt wird. Hinten haben wir dann einfach noch das Logo drauf. Mehr ist es nicht. Ja, schade, dass sie es nicht beidseitig bedruckt haben. Aber wie schon gesagt, meckern auf dem höchsten Niveau. Und warum er an dieses Plastik nicht einfach noch die Flügel mit dran gegossen hat und den Schweif, das ist, ja, keine Ahnung. Ist halt der Stil. Ne? Darum zeige ich es hier. Dann könnt ihr es euch immer noch überlegen, ob euch das tatsächlich gefällt. Aber ich finde es wirklich außergewöhnlich. Ne, von dem her bin ich echt gespannt, wie das dann in 3D aussieht, wenn wir es zusammengebaut haben. Also auch die Flügel lassen sich sehr gut lösen. Ist also nichts abgebrochen, nichts abgeknickt. Sogar echt schöne Details, ne, was die Struktur der Flügel hier angeht. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Aber ist schon schön, ne? Nicht nur einfach glatt und schwarz, sondern hat tatsächlich eine Struktur. So, die Flügelchen sind gleich. Dann haben wir hier noch den
Schweif auch gleich rausbrechen. So, von oben seht ihr auch noch den Totenkopf von Berg. Ne, sieht gut aus, wie ich finde. Haben sie schön gemacht. Und natürlich auch die lederne Haut von Ohnezahn. Und hier haben sie die Stacheln auch noch ein bisschen, also die Schwanzstacheln hier ein bisschen angedeutet. Die Afterflügelchen mit Rippen, schön zu sehen. Okay, dann machen wir das noch voll raus. Und das müssen wir dann hinten in die Öffnung reinklemmen. Also der Schweif von Ohnezahn, von unten haben sie es komplett in Dunkel gemacht. Ne? Also hier nicht nochmal extra rot. Aber man sieht schon schön, das ist die natürliche Struktur vom Schweif. Moment, man sieht es auch so. Und rechts eher dieses Segeltuch, was Higgs hier gespannt hat. Ne? Okay, so, na dann bin ich mal gespannt, wie das Ganze zusammenhält. Und ob das hier, wenn ich um die Kamera greife, auch so funktioniert, wie es funktionieren soll. Also, der Flügel. So, was ist hier Ober- und Unterseite? Ich würde mal sagen, das hier ist die Unterseite, das ist die Oberseite. So, das knicke ich schon mal ein bisschen um. So, ne? So. Jetzt müssen wir das hier so schräg reinschieben, wenn ich das richtig verstanden habe. So, in etwa so. Ja, dann steht das Teil hier oben raus. Was dieser Schwung hier noch soll, ich kann es euch beim besten Willen nicht sagen. Naja, auf jeden Fall hier ein Flügel ist dran. Das gleiche machen wir jetzt mit der anderen Seite. Ja, ich knicke das auch hier gleich um. Ich hoffe, dass es die Oberseite ist, aber ich denke eigentlich schon. So, hier schon ein bisschen vorgestanzt. Dann auch wieder so schräg reinstecken. Schwupps, mit einer eleganten Drehung so rummachen. So, jetzt haben wir den zweiten Flügel drin. Jetzt müssen wir auch noch den Schweif hinten reinmachen. Und zwar irgendwie hier. So, und das ist eine richtig knappe Geschichte. Ne? So ist das dann drin. Moment, da muss ich mal gucken, ob ich das so zusammenkriege. Oh. Ich glaube jetzt. Ah, jetzt passt hinten. Jetzt passt hinten. So, jetzt muss ich das zusammenklipsen. Okay. Das geht eigentlich gut. Ja, muss ein bisschen drücken, aber das geht schon. Moment. Jetzt klipst es gar nicht mehr schon zusammen. Warst du schon? Warst du schon? Nee, hier oben. Ja, feste drücken. Wenn ihr es nicht hinkriegt, lasst euch helfen. Also ihr müsst hier wirklich fest drücken. So, ein Köpfchen nochmal. Oh, so. Okay. So. Ja, ohne Zahn ist fertig, ne? Wisst ihr, was ich meine? Schwänzchen. Ne? Flügelchen. Das Coole ist, wenn er hier dann drückt, dann flattert er mit dem Flügelchen. Flap, 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 flap. Flup, 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 flup. Ohne Zahn fliegt vorbei. Boah, das sieht cool aus, oder? Das sieht cool aus. Achtung, so hier. Zack, 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 zack. Wie der richtige fliegende Ohnezahn, den ich in meinem Garten damals ruiniert habe. Ne? Das Video findet ihr auch auf meinem Kanal. Joe hat ihn in die Luft geschmissen, dann hat es ihn leider Gottes zerfetzt. Er hat ein bisschen überdreht. Das kann mit dem hier nicht passieren. Aber goldig, oder? Wie er hier mit den Flügelchen flattert. Flop, 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 flop. Putzig. So. Und hier seht ihr auch noch so ein Schlitz drin. Ja, und da stecken wir jetzt noch ohne Zahn drauf, wollte ich sagen. Higgs drauf, so rein. Und es müsste eigentlich richtig tief gehen. Ja, so geht es. So, jetzt guckt es euch mal an hier, ne? Ohne Zahn und Higgs. Ja, er schwebt zwar einen halben Meter über ohne Zahn, aber dafür kann man halt auch bewegen, ne? Der braucht schon die Bewegungsfreiheit, dass ohne Zähnchen hier flattern kann, ne? Stehflug, Flügelprobe im Stehen. Also ich finde es eine goldige Idee, jetzt mal ohne Scheiß. Es ist zwar Pappe und Plastik, aber es ist eine witzige Idee, wenn man es als Kunstform
begreift oder versteht. Ja? Hier übrigens, ne, Subway hat die Welt gerettet, hier wurde Plastik gespart, ja, also nicht gegossen. Die Innenseite der Füße sind wieder hohl, wie wir das auch von McDonald's kennen. Aber ich muss euch sagen, die ganze Form, die ganze Struktur ist verdammt nochmal nicht schlecht. Hört natürlich hier im Schweifen ein bisschen, ja, extrem spontan auf, aber ihr könnt ein bisschen so hin und her wackeln, flap, 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 ne? Oder hier so ein bisschen schnalzen lassen. Und das ist echt eine witzige Idee, jetzt mal ohne Scheiß. Ich finde das gar nicht so schlecht. Und für eine Happy Meal Beigabe heißt der anders, ne, bei Subway. Wie heißt denn da? Kids Nahrung, wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Aber so sieht es aus, so könnt ihr euch das vorstellen. Higgs auf ohne Zähnchen, wo ihr die Flügel bewegen könnt. Ihr könnt vorbeiflattern, kann man toll mitspielen. Er sieht auch von unten klasse aus. Ne? Hier mal von unten, flapp, 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 flapp. Kann man sehr schön sehen. Und er steht auch sehr gut, vor allem eine aufrechte Pose. Das ist doch super cool. Das gefällt mir so gut, dass ich noch ein 360-Grad-Video hinten mit dran klemme, ne? Wo ich ihn einfach ein paar Mal drehe. Dann könnt ihr es euch nochmal anschauen. Also die Details sind nett. Es ist nicht Welle Wahnsinn. Ich muss den Kopf schon wieder ein bisschen zusammendrücken, weil ich habe immer das Gefühl, das geht ein bisschen auseinander. Aber es funktioniert. Es ist ein Kinderspielzeug, eine Dreingabe zu eurem Essen und man kann hier kurzweilig Spaß mit haben. Ich denke mal, mehr Anspruch hat das ganze Ding nicht und ich muss sagen, die Flügel wurden echt nett bedruckt. Wartet mal auf Sturmpfeil, die sieht Weltklasse aus, was die Flügel hier angeht. Die anderen Drachen habe ich mir noch gar nicht angeschaut, ne? Aber so die Details der Schuppen hier an den Beinchen, am Kopf, die Augen, überhaupt die ganze Form vom Kopf. Da kann man auf Anhieb sagen, hey, das ist ohne Zahn. Ja, das hier ist natürlich sehr künstlerisch, wie auch immer. Aber so ist es halt, ne? Ihr könnt auch Higgs daneben stellen, daneben legen, wie auch immer, und einfach halt so ein bisschen rumflattern. Also, das ist auf jeden Fall ein cooles Gimmick. Leutchen, ja, die anderen Drachen schauen wir uns in den nächsten Videos an. Ich mache zu jedem Drachen ein einzelnes Video, sonst wird es hier einfach zu lang. Also, ich finde es nicht schlecht. Ja, da habe ich schon andere Geschichten gesehen. Ich finde es absolut witzig, ist eine coole Idee. Und wie schon gesagt, ihr kriegt zwei Subway, 2,50 ein Figürchen oder halt mit im Essen dabei. Ne? Aber ich will das sagen, ihr könnt die Figuren auch einzeln ohne Essen kaufen. Gut, ja, dann noch viel Spaß mit dem 360-Grad-Video. Ich sage ciao, tschüsschen, flatter, flatter. Ne? Bis zum nächsten Mal, euer Rupi. Yay! Yeah.